Ich weiß natürlich, wie Rüdiger verteidigt und dass er viel Trash-Talk macht, aber wir müssen uns konzentrieren. Ich habe es den Stürmern bei uns auch schon gesagt, dass er immer eklig sein wird und da muss man halt aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendeine rote Karte oder eine unnötige gelbe Karte sich einfängt. Deswegen bin ich da aber gute Dinge. Stichwort Antonio Rüdiger. Gab es mittlerweile einen Anruf oder so oder Kontakt? Nee, gab es nicht, aber muss es auch nicht geben. Auch da keine Gedanken, irgendwie, dass er das falsch aufnehmen könnte, wenn du sagst, von wegen, er ist bekannt, dass er immer viel zwickt und dass er auch Trash-Talk macht oder sowas? Oder? Nee, ist ein erwachsener Mann, der spielt jahrelang auf dem Niveau. Ich glaube, er weiß ganz genau, wie man das meint oder wie ich das meine, dadurch, dass er mich jetzt auch kennengelernt hat, diese 6 Wochen lang. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen und das reizt ihn vielleicht nochmal ein bisschen mehr, um ein bisschen mehr zu kneifen, aber mal schauen.